Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Alliierten Remastered. Ganz genau, Leute, und direkt am Anfang, bevor ich jetzt anfange, möchte ich mich mal ganz kurz bei euch entschuldigen. Es kamen letzte Woche, Mittwoch und Freitag, leider keine Videos, weil, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, die Hitzewelle hat uns fertig gemacht und... Ja, zumal haben wir unseren Gaming-Bereich ins Schlafzimmer gepackt, so dass ich jetzt ein bisschen mehr Ruhe habe beim Aufnehmen und ja, nur mal so kurz als Erklärung, warum Mittwoch und Freitag keine Videos kamen. So, genau, Leute, ich habe euch eben schon mal ein paar Snippets gezeigt. Ich hab die Mission nämlich nochmal neu gestartet und habe hier ein paar Sachen anders gemacht. Und zwar, ihr seht, ich habe ein Schiff mehr, ich habe hier diesen Hubschrauber. Den habe ich vom Anfang an nochmal gerettet, wie ihr seht. Und genau, wir waren jetzt hier vor dieser russischen Basis und wir müssen mit der Tanja noch ein Tech-Zentrum platt machen. Allerdings steht da noch eine Tesla-Spule, das ist gerade nicht so toll. Ich habe noch einen Panzer. Und da würde ich sagen, versuchen wir das jetzt nochmal. Ich hoffe, dass das klappt, Leute. Weil... Moment, die Schiffe, die können ja eigentlich schon mal hier runterkommen, ne? Und die Spielgeschwindigkeit. Ja, Leute, ich habe, wie gesagt, die Mission nochmal gemacht und... Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hier. Da ist ein U-Boot. Shit. Okay, dann direkt, hau direkt ab, ich habe sogar noch zwei Panzer, okay. Ich habe sogar noch zwei Panzer. Ja, dann schießt das ab, los. Mach den kaputt. Sehr geil, Leute. Und ja, diesen Flammenturm können wir, glaube ich, mit diesem Schiff hier platt machen, ne? Mit den Schiffen hier. Und den Spion, den können wir gleich auch losschicken. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Genau, Leute, wir müssen hier mit Tanja das Technologiezentrum hier platt machen. Aber hier ist noch eine vollwertige russische Basis. Das ist nicht so doll. Dann lass die mal raus, bitte. Ach! Genau, hatte ich fast vergessen. Ich habe hier oben noch eine Waffenfabrik eingenommen. Hab versucht, einen schweren Panzer zu bauen, hat aber nicht funktioniert. Weil wir keine Kohle hier haben. Das ist ein bisschen doof. Und ja, ganz genau. Daher versuchen wir das jetzt nochmal. So, ihr Schiffe, kommt mal bitte hier hin und könnt vielleicht sogar... Ja, genau. Könnt vielleicht sogar diese Tesla-Spule da platt machen. Hä? Wer weiß. So, aber macht jetzt erstmal hier den Flammenturm weg. So, dann nehme ich schon mal meine Tanja und mach das. Da kommt gleich hin. Okay, dann Spion, erkunde mal für uns die Basis bitte. Da ist nämlich schon, ja, da ist der Kackhund gewesen. Der hat mir meinen Spion abgeballert. Aber diese Tesla-Spule da, ne? Nimm mal den Gummipanzer bitte. Ich speichere das Ding lieber vorher nochmal. Weil hier ist echt viel drin, also. Mit dem. Ah, da ist nämlich schon die Kack-Tesla-Spule. Okay, tschüss, Gummipanzer. Ja. Okay, alles klar. Ihr schießt da drauf. Alles klar. Schafft ihr das, auf die Tesla-Spule zu schießen, Leute? Schafft ihr das, auf die Tesla-Spule zu schießen? Ohne dass ihr euch abballern lässt. Mein Gott, das Mannequin, Alter. So. Kann er mal sterben? Jetzt aber. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann Tanja macht den... Ah, nein, 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 um Gottes Willen. Ja, sie können drauf schießen. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Sie können drauf schießen. Da können wir hier unten nämlich rein. Ja, wir haben keine Kohle, ich weiß. So, mach die platt. So, dann können wir mit dem Mannequin mal ein bisschen erkunden. Hoffentlich. Ja, seht ihr das? Da sind nämlich Panzer und alles mögliche, Leute. ja. Mach den Panzer im Arsch. So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, erkunden wir mal Schritt für Schritt hier, was hier los ist. Und ich glaube, dann haben wir die Mission auch gleich schon geschafft. Also viel ist es nicht mehr. So, da ist wieder ein Panzer. Die Panzer muss ich in die Schiffe locken tatsächlich, weil... lassen die sich überhaupt hier reinlocken oder sind die schlau? Nee, sind die blöd oder was?
Die sind leider schlau, das ist das. Ah ne, doch nicht. Okay, oh gut. Dann mach den kaputt, los. So, sehr schön. Sehr gut, Leute. Dann weg damit. So, da ist der andere Panzer. Dann nehme ich jetzt mal hier die Raketen-Minikin. Ah, sehr, sehr gut. Sehr gut, Leute. Lass den nicht abhauen. Ach, verdammt. Egal, Leute. Den Panzer müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Den Panzer müssen wir auf jeden Fall ausschalten. So, die Raketenmanniken, komm mal bitte her. Der zieht mal das Feuer auf sich, so kanonenfuttermäßig. Da ist wieder so ein blöder Hund, aber ist okay. Den kriegt ihr, sehr gut. Alles klar, dann können wir jetzt mit dem Panzer gleich reinfahren. Ja, wir müssen das Ganze hier von vornherein planen. Gut, Leute, dann will ich nur noch diesen einen schützen. Tanja, mach den mal kaputt, bitte. Genau. Tanja, du sollst den platt machen. So, dann können wir nämlich gleich die Energie ausschalten. Aber vorher nochmal speichern. Gut, Leute, bau auf platt machen, los. Ja. Da ist ein Hund. Ja. Überall die... Ah! War es das vielleicht schon, ne? War es das vielleicht schon? Das war es schon. Okay, alles klar. Cool. Dann haben wir das ja. Gut, Leute. Dann haben wir diese Kackmission doch endlich geschafft. So. Alles klar. Bonusgalerie freischalten. Geld bei Ende 16, ja. Es ist in Ordnung, Leute. 150 Russen platt gemacht. So, der Timer wird wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, ob der gleich wieder flöten geht. Müssen wir mal gucken. Aber nächste Mission. Leute, aber erstmal nochmal die Bonusgalerie. Hört auf, Bonusgalerie. So, Bonusgalerie, Leute. Was haben wir denn hier? Eine epische Entdeckung in Eala. Okay. Alle Medieninhalte und Videokassetten aus dem Westwood-Archiv, in dem auch die B-Roll, okay. Inhalte für die Remastered Edition von Command & Conquer gefunden wurden. Am 3. Januar 2019 in meinem Lagerschrank bei Electronic Arts Los Angeles entdeckt. Boah, Videokassetten, oh Gott, ja, ich erinnere mich noch daran. Videokassetten, oh mein Gott. Aber gut, Leute. So, wir machen weiter im Gegenschlag. Wir haben noch 6 Missionen vor uns. Drastischer Baustopp Italien. Alles klar, gehen wir direkt mal rein. Es kommt leider nur ein Text. Aber ist in Ordnung, Leute. Ich würde sagen, springt jetzt der Timer um? Nee. So, Leute. Boah, ist das lang. Egal. Die Sowjets arbeiten an einer neuen U-Boot-Klasse. Ah, ich weiß, welche U-Boot-Klasse das ist, Leute. Mit dieser können sie Seebodenraketen abgefeuert werden. Ja, das dachte ich mir. Sicherlich können wir ihnen nicht... Müssen wir ihnen nicht sagen, welche verheerende Auswirkungen diese Raketen haben können. Schnappen sie sich ein kleines Team und infiltrieren sie in deren Stromnetz. Sobald die Stromversorgung unterbrochen wurde, schicken wir ihnen Verstärkung. Wenn sie dann bereit sind, gehen sie nach Norden und zerstören sie deren U-Boot-Werft, damit sie keines dieser U-Boote mehr bauen können. Sollten bereits U-Boote gebaut worden sein, darf keines entkommen. Toll. Okay, ja, das kann wieder was werden. Das ist schon wieder so eine Sneaky-Mission und schon wieder Zeitlimit und alles. Was ist das denn? Eine Tesla-Spule? Tesla-Spulen? Okay. Da kann ich aber nicht vorbei, ne? An den Tesla-Spulen kann ich nicht vorbei, ne? Das ist aber sehr langsam jetzt. Moment. Mach doch mal ein bisschen noch normal, so. Die normale Spielgeschwindigkeit hier. So, mach die kaputt. Mach die im Arsch hier los. Und ihr auch, bitte. Sind die direkt auf den Arzt gegangen? Die Säcke. Die sind echt direkt auf den Arzt gegangen. Das ist ja unfassbar. Naja, gut, Leute. Dann schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Zerstören Sie die Stromzufuhr der Tesla-Spulen. In Ordnung. Aber wir müssen doch eigentlich was infiltrieren hier, oder? Sehr gern. Ach ja, wieder so eine Sneaky-Mission hier. Sehr gern. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut wieder. Die Hitzewelle ist abgeflacht. Oh, was ist das denn hier? Das sind Minike. Wenn jetzt hier ein Flammenturm kommt,
Ah, perfekt. Hier ist doch die Energie. Ah, da sind noch Schützen. Verdammt nochmal. Ach, mach doch nicht alle meine Einheiten platt hier. So, Leute. Dann Butz. Da kommt natürlich noch einer raus. Es könnte sein, dass das... Och, Mensch. Mach den im Arsch. So. Mies geschützt hier, ja. Mies geschützt. Aber das war's, ich glaube. Wo haben die drauf geschossen? War es das? Ja, wir haben es geschafft, Leute. Okay. Ein Boot. Atom? Was? Sprengwegen? Okay, interessant. Warum kriegen wir Atomsachen? Sprengwegen. Ach du Kacke. Gut. Speichern. Mission 12. Add-on. Meine Güte. Wir haben Sprengwegen hier und drei Invasoren. Ja. Mhm. Soll ich die Tesla-Spulen vielleicht zuerst platt machen, oder? Die eine hier unten? Nee. Die hat ja eh keinen Strom. Die kann ja nichts machen. Gut. Gleich. Wir erkunden weiter mal hier die Karte. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in einen Panzer oder so reinlaufen, weil das wäre übel. Sofort. In Ordnung. Flammentürme. Dafür der Sprengwagen. Ich verstehe. Gut, das sind Flammentürme, Leute. Dann würde ich sagen, sammeln wir uns mal alle mal hier. Was macht ihr schon wieder da? Gut, der Flammentürme. Der muss wahrscheinlich die Flammentürme platt machen, ne? Und Bots. Oh. Nee, das hat nicht gereicht. Warum hat das nicht gereicht, verdammt? Dann machen wir nochmal den anderen hier. Warum hat das nicht gereicht, liebe Leute? Das muss doch jetzt reichen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Bots. Ja, einer ist weg, da ist ein Schütze. So. Dann haben wir hier die drei Raketen-Männchen. Ein Radar. Was Radar, hä? Okay. Gut, könnt ihr vielleicht... Ihr könnt nicht da... Könnt ihr da nicht drauf schießen? Doch. Okay, sehr gut. Aber an den beiden Schützen komme ich jetzt nicht vorbei, oder? Das ist gerade lustig. Das ist gerade sehr interessant. An den beiden Schützen komme ich nie im Leben vorbei, Leute. Nicht mit meinen kaputten Einheiten. Weil die sind nämlich, die stehen da. Wo schießen die denn schon wieder drauf? Von Manneken. Die stehen nämlich da. Und wenn die stehen, dann schießen, dann haben die den Erstschuss. So, mach den kaputt. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft, Leute. Vielleicht müssen wir das Ding hier jetzt einnehmen. Ich weiß es nicht, Leute. So, geh mal da rein. Ja, sehr gut. Alles klar, Leute. Wir haben ein... Wir haben... sag schnell. Wir haben Chronopanzer. Sehr, sehr gut, Leute. Da gucke ich mal, was... Ach du Kacke, was ist das denn? Was machen sie denn jetzt? Ach du Scheiße, noch 10 Minuten, okay. Das sind aber viele. Das sind aber viele. Jetzt kommt er noch mit Raketenwerfern an. Bitte was? Nö, die kann ich aber nicht schützen. Das ist unmöglich, Leute. Was muss ich hier genau machen? Filtrieren Sie deren Strom, es schicken wir Verstärkung, wenn Sie bereit sind, gehen Sie nach Norden, zerstören Sie deren U-Boot-Werft. Ah, ich verstehe, Leute. Ich verstehe, ich muss deren U-Boot-Werft also platt machen. Hier die, okay. Ja gut, na dann müssen wir uns wohl oder übel hier reinkämpfen, ne? Nicht in die Range fahren von dem. Ach du Scheiße, jetzt hat er noch einen Panzer da. Mach diesen Grenadier platt. Zum Glück sind die Raketen relativ effektiv. Ach du Scheiße. Was will dieser Panzer hier ständig? Fahr das platt. Los. Fahr platt fahren. So. Butz. Direkt weg mit dem Scheiß. Ja. Auf diesen Panzer da, los.
nicht in die Flammentürme. Und das Doofe ist halt, ich sehe halt nicht, ne, was die Sache ist. So. Oh, die sind ja übelst OP, Leute. Die sind übelst OP, die Dinger hier. So, dann mach die kaputt. Mach das kaputt. So, wenn wir jetzt nur die U-Boot-Werft platt machen müssen. Oh, wir kriegen nochmal Verstärkung. Okay. Wahrscheinlich, um hier irgendwas zu erobern, ne? Bomben. Okay. Boah, dieser Panzer. Mach den im Arsch, ey. Oh! Shit! Wo kommen die ganzen Mannequin her? Verdammt, Leute. Verdammt. Okay, muss ich das nochmal machen? Scheiße. Okay, egal. Keine Mission ohne Fail hier. Keine Mission ohne Fail. Gut. Schicke ich die beiden direkt hier hoch. Ja, die müsste ich eigentlich nochmal ein bisschen mehr schützen, oder? Na egal, schauen wir mal. Mit diesen drei... Mit den drei Chronopanzern muss ich auf jeden Fall gleich die Basis platt machen. So, Leute. Jetzt sind sogar beide Flammentürme weg. Das ist ja auch cool. Gut, Leute, dann gehen wir das nochmal an. Ihr stellt euch bitte dahin und die Invasoren bitte hier hin. Ich glaube, ich kann die direkt reinschicken, ne? Ich kann die direkt... Ah, noch nicht. Weil die Raketentypen so lange brauchen. Oh, schneller! So, Leute, dann geht ihr bitte hier rein. Na toll. Ah, verdammt. Das reicht, das passt nicht. Verdammt nochmal. Da sind die aber schnell flügen gegangen, jetzt meine Mannequin. Nochmal. So. Und du, bitte hier drauf. So. Ihr kommt bitte. Hierhin. Invasoren könnt ihr Testerspulen beschädigen. Nee. Schade. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Und. Batz, batz. So, liebe Leute. Die Flammentürme sind wieder beide weg. Die Mucke wieder. Die geile Mucke, ja. Gut, Leute, dann müssen wir hier oben nur die U-Boot-Werft platt machen, ne? Aber irgendwie müssen wir da irgendwie müssen wir ja da durchkommen, ohne dass uns diese Mannequin da platt machen. So, wann triggern die, Leute? Wann triggern die? Nochmal kurz speichern. So, alles klar. Wir sind schon bei 18 Minuten, oh mein Gott. Okay. Wann triggert ihr? So, jetzt triggert ihr. Und weg mit dem. Weg mit dem. Egal, Leute. Boah, der kann alles im Arsch machen, ne? Der macht jetzt alles kaputt, dieser Schütze. Alter! Ja. Kann man vergessen. Kann man vergessen. Shit. Dieser eine Schütze, ne? Unfassbar, Leute. Dieser eine Schütze, der macht mir wirklich alles im Arsch. Ach, Mann, oh Mann. Ja, ich nehme es an diesem Samstagmittag auf, liebe Leute. Und ja, habe jetzt ein bisschen was Zeit mitgebracht, wie gesagt. Und gut. Jetzt lasst euch doch nicht alle abballern. Verdammt nochmal. Ey, nicht auf die... Ist der verrückt. So, liebe Leute. Dann... Ihr könnt das ja beschädigen und auch platt machen, ne? Dann geht es nämlich schneller, Leute. Einmal draufschießen. Nee, nochmal draufschießen. So, dann könnt ihr das ein kannst du das einnehmen. Und der kann das mal reparieren. Um ein bisschen Zeit für uns zu gewinnen. Ganz genau, Leute. So, das einfach platt fahren. So. Ihr macht diesen Flammenturm weg. Die machen zum Glück richtig viel Schaden, auch an Mannequin. So, Leute, alles klar, sehr, sehr gut. Ja, ich weiß. Nochmal speichern. Ja, Leute, falls ihr so Geräusche im Hintergrund hört, ich habe draußen... Ja, ich habe das Fenster offen. Deshalb, ja. So, jetzt diese ganzen Drecksmannequin hier. Und dieser Panzer vor allem. Dieser Panzer vor allem. Mach diesen Panzer weg. So. So.
und die Manneken alle platt fahren, bitte. Einfach drüber fahren. Lasst euch nicht von denen stressen. Lasst euch nicht von denen stressen, habe ich gesagt. So, Leute. Dann. Ach du Scheiße, da ist noch ein Panzer. Oh Mann. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Leute, dass da noch ein Panzer ist. 10 Minuten, ja, ja, ist in Ordnung. So, versucht mal einfach hier das Ding platt zu machen. Die ziehen so viel ab, ne? Das ist unfassbar, Leute. So. Einsatz erfolgreich. Was? Was? Das war's schon. Was zur Hölle? Das war ja eine geile Mission. Oh mein Gott, ernsthaft. Das war's schon. Und neue Cutscene. Ja, der ist hinüber, Leute. Der Panzer. Mit NATO-Symbol. Interessant. Oh, Cutscene. Commander, ich glaube, ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Eine Auszeichnung für die Rettung der Zivilisten in unserer eroberten Forschungsstation. Ich würde Ihnen ja gerne die Inschrift vorlesen, aber ich befürchte, dass Sie dann Gefahr laufen, vor Stolz zu platzen. Verdammt, Sie haben gerade eine Ehrenmedaille verliehen bekommen. Kommen Sie, ich gebe Ihnen eine heiße Milch in der Offiziersmesse aus. Was? Okay. Was will ich mit heißer Milch? Naja gut, Leute. Das war eine interessante Mission. So eine kurze Mission habe ich auch noch nicht gehabt. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Bonusgalerie an. Und wir sind befördert worden. Ja, Leute. Wir haben eine Ehrenmedaille gewonnen. So, das ist, glaube ich, alles von den nächsten Missionen. Ne? Verstärkungen sind eingetroffen. Beenden. Ich will mir nochmal ganz kurz das Bild angucken. Bonusgalerie. Was haben wir denn hier? Ein U-Boot. Hintergrundillustration des U-Boots. Cool. Oh, die Dinger können nerven. Okay. Gut, Leute. Dann haben wir noch 5 Missionen. Ferngelenktes Kriegsspielzeug. Auch geiler Name, ja. Was für Missionsnamen es hier gibt. Das ist unglaublich. Gut. Dann gucken wir uns mal die Cutscene an, Freunde. Also mit einer Geiselnahme zu tun. Besonders an dieser Geiselnahme ist, dass sich unter den Geiseln alle bedeutenden alliierten Forscher befinden. Aber selbst angenommen, wir befreien die Geiseln, hilft uns das nicht viel. Wir haben nämlich einen ganzen Haufen Krisenherde, Colonel. Das hier ist Polen. Ich darf mich mit Superpanzern rumschlagen, mit MAD-Panzern. Ein paar Atomraketen sind auf London gerichtet und inmitten all dieser Katastrophen soll ich mich noch um einen russischen Forscher kümmern, der überlaufen will. Und um das kleine Problem, die Rote Armee nebenbei aus Polen rauszuwerfen. Ich hoffe, Sie haben Ihren Nachlass geregelt, bevor Sie ins Auto gestiegen sind. Das wird ein Höllenritt, Colonel. Oh Gott, da kriegt man ja echt schon Angst, wenn man das hört. Wir sind also Colonel. Ah, cool. Colonel Sanders hier. Nee, Quatsch. Gut, lesen wir das mal vor. Dr. Dimitri Schöpfer eines neuen sowjetischen Superpanzers möchte zu uns überlaufen. Oh Gott, ich kenne diesen Panzer. Der ist übel, Leute. Wir wollten ihn evakuieren, während die Sowjets ihre neue Waffe testeten, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Die Superpanzer sind außer Kontrolle geraten und wir haben keine Ahnung, wo Dimitri ist. Wir vermuten, er hat sich in einem Dorf im Süden versteckt. Finden Sie unseren Vorposten und reparieren Sie ihn. Finden Sie dann Dimitri und evakuieren Sie ihn. Okay, klare Missionsziele. Die Panzer können wir dann umprogrammieren. Schicken Sie einen Spion in die Radarstation im Nordosten, sodass die Panzer ihre eigenen Truppen angreifen. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein paar Einheiten. Verstärkungen sind eingetroffen. Ein Dieb. Opipasto. Opipasto. Ein Dieb. Cool, Leute. Alles klar, dann gehe ich mal mit diesen ganzen Kämpfereinheiten schon mal los. So, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Minikin. Na gut, Minikin ist jetzt nicht so schlimm. Fahr da drüber. Los. Einfach platt fahren, die Kacke. So. Oh, was ist das denn hier? So. Nein. Um Gottes Willen.
Was macht die Panzer da? Ihr sollt das kaputt machen, da das Ding. Man macht den Flammturm im Arsch. So. Ich habe nämlich keine Ahnung, was mich hier wieder erwartet. Jo. Auf jeden Fall ist hier eine Basis, Leute. Oh. Geld. Okay, das Geld müssen wir uns holen, Leute. Gepasto. Geh mal dahin. Raketenwerfer. Ach, wir müssen die... Okay, ich hab's geblickt, Leute. Ich hab's geblickt. Wir müssen die U-Boot-Werft einnehmen. Könnt ihr da nicht drauf schießen oder wollt ihr nur nicht? So, wir haben Kohle. Dann müssen wir, glaube ich, mit diesem einen Transporter übersetzen, ne? So. Dann könnt ihr das hier platt machen, ne? So. Ganz genau. So. Und nochmal hier oben drauf. Damit wir die Dinger einnehmen können hier. So, Leute. Einnehmen, einnehmen. Und das Silo können wir platt machen, denke ich mal. Interessant, ja. Interessant. So, wir brauchen einen Transporter tatsächlich. So wie ich Commander Conquer kenne, geht sich das genau auf. So, das ist ein Raketenwerfer, das ist doof. So. Wir vermuten, finden Sie unseren Vorposten. Ja, okay, das kriegen wir ja hin noch. Der ist nämlich fertig, das ist schon mal gut. Und dieser Raketenwerfer macht mich ein bisschen nervös. So, alles klar. Bratz, bratz, ja. Einfach immer einen Sound fahren. Das ist... Ah. Gut, liebe Leute, du sollst auch hier rein. Ich brauch den Raketenwerfer. So, Leute, dann würde ich sagen... Stützpunkt wird angegriffen. Okay. Was ist... Was? So... Was so... Wird repariert. Wird repariert. Was so... Okay, hier ist die Basis. Okay, cool. Dann... So, ja, der schießt jetzt natürlich das Mannequin platt, ist klar. Egal, das war nur das Mannequin. Jetzt schießt ihn ab. So. So, wir sollen den Außenposten also reparieren. Wir können den aber nicht reparieren, weil wir kein Geld haben. Egal. Also ich glaube, wir müssen die Dinger hier verkaufen. Bestätigt, jawohl. Und das dann reparieren hier. So. Wird repariert. Wo ist mein Sammler? Wird repariert. Bitte, was? Wer, was schießt hier? Irgendwas schießt hier. Melde mich sofort. In Ordnung. Egal. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt die Panzer schon mal hier. Ah, hier ist noch mehr. Wird repariert. Okay, cool. Wo ist unser Sammler? Ich hoffe, wir haben einen Sammler. Weil wir haben nämlich keine Kohle mehr hier. Das wär schlecht, wenn wir keinen Sammler hätten. Können wir nämlich nichts bauen. So, wir müssen das Zeug hier reparieren. Sofort. Aber ohne Kohle kann man nichts reparieren. Jawohl. Ohne Kohle kann man nichts reparieren, Freunde. So, wir haben hier unseren Transporter, der kann mal nach da vorne fahren. Was ist das denn für ein Pixel? Naja, gut. Das war übelst verpixelt. Naja. Egal. Leute. Ja. Ich schicke jetzt erstmal den Gummipanzer nach vorne. Der kann uns mal ein bisschen Geld beschaffen, hoffentlich. Ich brauche nämlich Geld, weil sonst bringt das nichts. Ah, wir haben schon mal ein Dorf, Leute. Oh, was ist das denn? Was sind das denn für Leute hier? Das ist ja interessant. Was sind das für Leute? Bringen die uns Geld? Ich habe nämlich keine Ahnung, Leute. Wirklich nicht. Finden und evakuieren Sie Dr. Dimitri. Ach, das ist vielleicht Dr. Dimitri. Oder? Ist das Dr. Dimitri? Ne, glaube nicht, oder? Nö. Puh. Okay. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Was sind das für Leute? Ich habe keine Ahnung. Oh! Okay, Leute. Ich speichere das Ding nochmal. Und wenn euch die Folge gefallen hat...
Dann lassen wir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Ja, die halbe Stunde ist vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.